Also, da sind wir wieder. Die Antwort lautet, ja, es funktioniert. Ich muss das Spiel dafür dreimal neu starten. Beim dritten Mal darf ich nicht den Speicherstand laden, sondern ich muss ein neues Spiel anfangen, das wahrscheinlich die Welt lädt oder dass ich schon drin bin oder der Speicherstand halt schon anerkannt wird, also der vom Standardspiel. Und wenn ich dann ein neues Spiel angefangen habe, kann ich mit diesem Charakter in meine gespeicherten Spielstände laden. So, gut. Schön. Also was ich schon alles mit diesem Spiel durch habe. Alle Möglichkeiten. Das ist... Irgendwie finde ich es auch wieder lustig, dass ich halt tatsächlich jedes Mal doch irgendwie eine Möglichkeit finde, dass es weitergeht. Ein bisschen freut mich das, aber... Ich hätte es natürlich trotzdem lieber, wenn es einfach funktionieren würde. Also Ningal, dein Zwilling hat mir gesagt, ich soll zu dir. Ich habe meine Vorbereitungen gerade abgeschlossen. Wenn du mich nach Setarif teleportieren willst, warum hast du den Zauber nicht Weil gleich ich nicht in der Festung nach Setarif teleportiere. Dein Wissen über Magie ist noch immer überaus beschränkt. Wegen der Obelisken natürlich. Wir können sie nicht deaktivieren, ohne die Stadt zu gefährden. Und ihre Macht hätte meinen Zauber beeinträchtigt. Wir wollen doch nicht, dass du in einem Felsen oder gar in einem Berg landest. Verstehe. Aber von hier aus kannst du mich sicher nach Setarif teleportieren? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich? Ein klares Ja wäre mir lieber gewesen. Ich bin kein Teleportationskreis. Der Zauber, den ich wirke, kann durchaus in seiner Reichweite schwanken. Aber ich kann sicherstellen, dass du keinen Schaden nimmst. Sind wir Butter bei der Fische. Du teleportierst mich nur auf die andere Seite. Geh dir ruhig noch ein wenig die Beine vertreten. Stimmt's? Sag mir einfach, wann du bereit bist. Ich könnte vielleicht sogar hier rüber springen. Und? Warum bist du eigentlich nicht mit den anderen nach Setarif gegangen? Wenn alle dorthin gerannt wären, wäre Sorniara ungeschützt geblieben. Milton wollte unbedingt gehen. Also bin ich mit Merdarion in Sorniara geblieben, um dem König zur Seite zu stehen. Was war hier, bevor der Vulkan ausgebrochen ist? Ein dichter Urwald wie im Süden von Setarif. Aber die Lava hat alles zu Asche verbrannt. Ich habe vorhin ein paar Wölfe erschlagen, die von einer Art dämonischer Kraft besessen waren. Dann waren sie es. Wie meinst du das? Seit der Vulkan ausgebrochen ist, spüre ich eine starke Präsenz der göttlichen Kraft Belias. Sie war erst weiter entfernt und kam dann näher. Es müssen die Wölfe gewesen sein. Und jetzt spürst du die göttliche Kraft nicht mehr? Doch, aber nur aus der Ferne. Es kommt vom Vulkan und aus der Richtung von... Setarif. Warum hilfst du mir ständig, gegen deinen eigenen Gott anzukämpfen? Tue ich das? Ja. Nun, das scheint nur so. Reden wir nicht mehr darüber. Ich bin bereit. Wirk einfach deinen Zauber. Gut. In ein paar Herzschlägen bist du in Setarif. Oder zumindest näher dran an der Stadt. Du teleportierst mich nur auf die andere Seite. Ehe Komm. Ich es vergesse. Gib's zu. Merdarion hat mir das hier für dich mitgegeben. Vielleicht kannst du es gebrauchen. Rezept für erhabene Heiltränke. Oh, okay, ich bin tatsächlich weiter, als ich dachte. Wollte ich mal gucken. Okay. Rußgebundener Magier. Mhm. Ja, schießen kann ich. EP. Naja, dann schaffe ich es jetzt wahrscheinlich ziemlich sicher auf die letzte Stufe von dem Eiszauber, den ich ja auch noch lernen wollte. Boah. Wahrscheinlich hat man es auf YouTube nicht gesehen, aber den hat gerade richtig weggewedelt.
Also ich weiß ja nicht, wo du mich hinteleportiert hast, aber das sieht nicht ansatzweise wie das aus, wo ich hin soll. Boah, der Kopf. Naja, wenigstens hier, dann kann ich mich wieder erfreuen. Oh, eine Truhe. Plötzlicher Tod. Wenn ich den Trank sauf, bin ich einfach dead. Verwitterte Axt. Okay, die haben wir ja auch schon tausendmal gefunden. Okay. Altes Falchion. Ah! 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 Okay, das ist gruselig. Aber ich bin rübergekommen. No. Mach keine Geräusche, wenn du tot bist. Ach, warte mal, der war ja auch schon tot, bevor er tot war. Versteht ihr, was ich meine? Okay. Ich mag nimmer. Blöde Skelette. Ich werde mich hier aber noch genau umgucken. Also man wird hier wirklich mit Gegnern zugeschissen. Das muss man wirklich sagen. Aber zum Glück habe ich das mit diesem bei unentdeckten oder nicht aufmerksamen Gegnern mache ich mehr Damage. Das ist gerade hier echt praktisch. Makelloser Weißaugenschild. Das ist ja das Ding, was ich schon anhab. Ist der aber gut? Ist der gut? Ich guck jetzt nur nochmal hierher. Ja, dachte ich mir nämlich. Du hast mich bemerkt. Ah, da haben wir nochmal einen. Level up. Ja, im nächsten Punkt habe ich das schon. Dann habe ich den letzten. Bei Frost auch noch. Hallo? Ich glaube, circa hier habe ich gestartet. Mhm. Warte. Ich glaube, ich komme darüber. Ich brauche nur mehr Anlauf. Oh, scheiße. War aber knapp. Easy. Ich soll hier bestimmt nicht her, aber... Oh! Sorgt das Schwert dafür, dass die Gegner langsamer sind? Also, dass es einen Frosteffekt hat? Hatte ich jetzt gerade den Eindruck. Ah,
Ja, tatsächlich. Also das Ding werde ich, glaube ich, nie wieder ausziehen. Das ist sehr praktisch. Ich glaube, ich habe gerade so viel übersprungen, dadurch, dass ich einfach jetzt hierher bin. Ich komme jetzt einfach von der falschen Seite. Kann aber auch echt nichts normal. Is there a limit? So, ich hätte eigentlich Spieletester werden sollen, weil wenn einer Bugs findet oder irgendwelche komischen Fehler im Spiel, bin ich das. Das ist my passion. Ich glaube nicht, dass du mich so triffst. Nicht gerade noch ein Skelett gehört? Ah, hier war ich schon. Okay. Ist ein bisschen verwirrend hier. Okay, es sieht eigentlich echt aus, als könnte man da hochlaufen. Aber nope, nope, nope. Ihr seht mich nicht, oder? Kuckuck! 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 Pikapu! Bin ich mal gespannt, ob es überhaupt einen Händler gibt, bei dem ich mein ganzes Zeug verwenden kann noch. Also mein Gold oder, weiß ich nicht, irgendwelches cooles Zeug kaufen. Das Add-on wird jetzt aber nicht hauptsächlich in... Oh Gott, Entschuldigung. Dieses Add-on wird jetzt aber nicht hauptsächlich unterirdisch spielen, oder? Erzgeschmiedete Hellebarde. Schade, dass die keine Fernkampfkraft hat, weil I love Hellebards, because they have very much Reichweite. Immer erst ihren Stab anmachen, das wäre echt unpraktisch. Also für euch, für mich nicht, mir ist das wurscht. Okay, und hier war ich ja schon, da war ja die Abzweigung. Also diese Truhen, das irgendwie sind da zu viele platziert, das ist irgendwie komisch. Ist auch lustig, wie ich einfach jedes Mal trotzdem noch so vorsichtig vorgehe. Und wie in ein Shooter-Spiel. Aber, oh, da war einer.
Oh, jetzt haben sie mich bemerkt. Nach dem dritten Kill. Plötzlicher Tod. So viel dazu. Nochmal drei Truhen. Amulett der heiligen Jagd. Wirkt jetzt tatsächlich gar nicht mal so stark auf mich. Die Kriegshaube des Kampfmagiers. Duellierschwert. Kurzes Messer. Wird sicher nichts für mich sein, aber... Warte mal, ich mach mal den hier, dass ich nicht jedes Mal wieder die Dinge anklicke, weil ich nicht weiß, ob ich es schon hab. So. Die da. Okay, das Ding gibt auch für einen Kampfkraftschaden. Sogar mehr als der Nasenhelm. Hätte ich das gewusst, hätte ich das hergestellt. Aber jetzt habe ich nicht mehr die Seide dafür. Oh, was für ein Dilemma. Naja. It is what it is. I guess. Hallo? Wenn ich so weit weg bin, dann kriegen die das nicht mit. Komm nochmal her. Ich liebe es. Eigentlich müsste ich dann solche Spiele wie Hitman mögen, oder? Habe ich aber noch nie gespielt. Weil es irgendwie echt blöd ausschaut. Es ist sehr verzweigt. Und ich weiß nie, in welche Richtung ich jetzt laufen muss, ob es jetzt da halt weitergeht oder nicht. Aber ich glaube, das führt mich hier im Kreis und da unten wird es weitergehen. Vermute ich jetzt einfach mal. Nee, da geht's raus. Glaube ich. Ja, da geht's raus. Haben wir hier nochmal 17 Truhen? Nein, aber das ist ein vergessenes Grab, glaube ich. Wobei, das gehört hier zur Umgebung dazu. Das ist auch eine morsche Keule. Muss ich jetzt echt nochmal... Ah, okay. Voll der Safe Spot hier. Wo ist denn der andere? Steht der hier dahinter? Ja.
Das ist aber tatsächlich auch eine ganz gute Gameplay-Mechanik. Dass die Leichen, die man noch looten kann, so rauchen. Das stört jetzt, sag ich mal, das Environment oder die Rollenspielhaftigkeit des Spiels nicht. Aber es ist trotzdem hilfreich. Ausrüstung. 15 Fernkampfkraft. Die, ja, ist besser als meins. Amulett der Heiligen Jagd hatte ich auch noch nicht angeguckt. Aber... Ach komm, ich spiele eine Glaskanone. Ist doch wurscht, dass ich die anderen Stats verliere. Hier, nochmal mehr Fernkampfkraft. 25 statt 15. Uchuk Yukuru. Okay. Ich hatte nochmal ein bisschen mehr. Lebensraub. Ah, und Magiekraft. Wisst ihr was? Ich glaube, das Ding ist tatsächlich interessanter für mich. Das ist eine Axt. Weil ab und zu verwende ich ja doch meine Magie. Immer noch lieber ist mein Nahkampf. Dementsprechend ganz praktisch. Wenn die dann auch ein bisschen mehr Damage macht. Ja, schaut, durch die ganze Fernkampfkraft, die ich da jetzt zusätzlich noch bekommen habe, kann ich die jetzt sogar schon so one-shotten. Die habe ich nicht gelootet. Aber man wird ja auch mit Drohnen zugeschissen, ne? Da kann man ja auch mal die ein oder andere übersehen. Ist das? Ah, das ist ein Drachenkopf. Also, das Skelett eines Drachenkopfs. Diamant. Und hier sind jetzt keine mehr, ja? Nicht einmal eine Truhe? Nein? Hierher zu kommen war sinnlos? Nur für den Diamanten? Ja. Aber da kann man sich ja schon mal irren. Schließlich war hier alle 5 Minuten irgendeine Kiste, richtig? Fünf Minuten ist sogar übertrieben. Alle 5 Sekunden, richtig? Ich wusste nicht mal, ob es ein Gegner war. Was? Sturmkrähe? Ihr seid Frauen. Jetzt hat hier Amazonen? Keine Ahnung. Ihr schaut auf jeden Fall so aus. Ah! Oh mein Gott! Ah! Okay. Ah, okay. Weiter! Wieso sind die so laut? Okay. Ich dachte schon, ich spiele Serious Sam gerade ganz kurz. Drin ist wer. Das ist bestimmt Lester. Der Einzige, der sich immer gefangen nehmen lässt, ist Lester. Das Lester nehme ich zu.
Okay, es tut mir leid. Auf die Entfernung sollten die mich eigentlich echt nicht entdecken. Okay. 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 Das hätte doch jetzt eigentlich treffen müssen, oder? Ich glaube, die fliegen nicht weit genug. Oder da ist was nicht gerendert, wo ich dagegen schieße. Ich lasse es. Vielleicht fliegen die Pfeile gar nicht so weit. Kompositbogen, kann der was? Nein. Es ist Router! Richtig! Da vorne ist eine Harpie oder irgendwas derartiges. Also ihr seid echt ein Mysterium für mich. Wie man euch trifft, weiß ich nicht. Sind das tatsächlich Harpien, ja? Ich wusste ja gar nicht, dass Harpien sich in Luft auflösen. Reden wir mal mit Raute, richtig? Okay. Okay. Schauen wir uns danach an. So, lieber Router, was gibt's zu berichten? Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Das bekackte Weibsvolk hier ist ja vollkommen verrückt. Router? Solltest du nicht in Setarif sein? Diego hat mich zurückgeschickt, richtig? Mit einer dringenden Botschaft für den König. Dabei bin ich den Weibern hier über den Weg gelaufen. Ne schöne Scheiße war das, sag ich dir. Ich hab die völlig unterschätzt, richtig? Wenn die keine Feinde wären, keine Verfluchten, würde ich die glatt für die neue Kämpfergilde anheuern. Was für Weibsvolk meinst du? Na, die Kriegerinnen, richtig? Plünderer von einer Nachbarinsel sind das, nennen sich Sturmkrähen, sind mit ihren Harpien hier aufgekreuzt und haben sich sofort alles unter den Nagel gerissen. Ich habe Geschichten von Seemännern gehört. Da sind die Sturmkrähen feuerspeiende Riesinnen mit Titten aus Stahl. Aber in Wirklichkeit können die einem nur verdammt gut in den Arsch treten, richtig? Kann ich jetzt so nicht unterschreiben. Warum zum Belia haben sie dich in einen Käfig gesteckt? Was weiß ich? Fürs Nusnu. Aber man hört ja so Gerüchte über die Nachbarinseln. Da sollen nur Frauen leben. Ich glaube, die wollen mir an den Zipfel. Richtig? Oh mein Gott. Die Anführerin hat was von Vernaschen gesagt. Wenn ich darüber nachdenke,
Es gibt Schlimmeres, als von einer heißen Frau vernascht zu werden. Richtig. Alter Rauter hat's noch drauf. Richtig. Vielleicht also, sind sie auch Kannibalen. Scheiße. Musst du mir in den Humpen furzen? Also man kann sagen, was man will, aber den Charakter Rauter, den haben sie perfekt getroffen. Das ist aber auch der Einzige, der halt in Erinnerung geblieben ist. Was für eine Botschaft solltest du Roba überbringen? In Setarif ist die Kacke ganz schön am Dampfen, richtig? Ein Erzdämon hat da rumgewütet und nur Schutt und Asche hinterlassen. Lee und Hagen besetzen jetzt die Ruinen. Sie liegen sich wieder in den Haaren. Jeder hat eine andere Vorstellung, wie man mit den überlebenden Setarifern umspringen sollte. Und sie stehen kurz davor, sich gegenseitig die Knie abzuhacken, richtig? Wenn der König kein Machtwort spricht, bringen sie sich alle gegenseitig um, ganz ohne Dämon. Ich hol dich erstmal da raus. Hast du gesehen, wo der Schlüssel aufbewahrt wird? Den hat die Anführerin der Sturmkrähen hier. Nennt sich Lana Blutkrähe. Oh, Lana ist ein schöner Name. Die knöpfe ich mir mal vor. Pass bloß auf, Mann. Ich wette, das verfluchte Weib lauert schon hinter der nächsten Ecke. Richtig? Ist das jetzt ein Hint, dass sie irgendwo gespawnt ist und mich angreift aus dem Nichts? Okay, erzgeschmiedetes Langschwert, Valentinische Großsäbel, Duellierschwert, Berserkeraxt, Königsgarde, Duellierschwert. Da war noch was dabei, das hieß Wolfsreißer oder so. Amulett des Wellenreitens, Königsgardenschild. Ah, das war ein Bogen. Okili dokili. Da war da nichts dabei für mich. Ja, mit euch wollte ich noch quatschen. Ah, ihr seid nur Soldaten, okay. Dem anderen Boden noch was? Oh ja, ein bisschen was zum Essen. Hätte man hier nicht auch wenigstens eine Truhe draufstellen können, anstatt dass es einfach irgendwo auf dem Boot drauf liegt. Nee, dafür hat es nicht gereicht. Alle Truhen verschwendet. Die wollen mir an den Zipfel, richtig? So ein lustiger Charakter. Das Wort Zipfel ist aber auch dämlich. Ein Panther? Oh, gibt doch neue Viecher. Pantherkralle. Ich find's auch lustig, dass es da richtig geschrieben ist, die Viecher aber falsch geschrieben sind. Weil Panther schreibt man doch mit H, oder nicht? Also Panther quasi. Ich meine, die Krallen sind ja richtig geschrieben mit H. Aber vielleicht bin ich jetzt, hab ich jetzt auch gerade irgendwie einen Denkfehler. Gut, die junge Dame ist wahrscheinlich da oben. Ich hoffe, ich kann mit ihr reden. Das klingt einfach wie ein ganz komisches Auto, was nicht anspringt. Irgendwie sind die echt komisch. Da wollten sie nochmal irgendwelche... Wieso sind die eigentlich nicht besessen? Erhabener Panther. Oh, das ist der Anführer. Irgendwie muss ich jetzt schon echt weit laufen. Wo ist denn diese Lana? Weil ich muss ja dann auch wieder zurücklaufen. Seltsam, dass sie ihre Männer kämpfen lassen. Gut, anscheinend bin ich aber trotzdem richtig, weil ich laufe hier noch Sturmkrähen über den Weg. Ah. Ich kann nicht mit dir reden.
meine Ohren. Schießen kann ich. Beruhigen Sie sich, Lana. Sie sind auch gleich dran. Jeder kriegt sein Fett weg. Bye, Lana. Tschüss. Wir wollen ja ein faires One-on-One draus machen, oder? Und mit fair meine ich, dass ich dich jetzt wieder aus der Entfernung abballe und dir damit sehr viel Schaden mache. Und du es nicht mehr an mich ranschaffst. Ach, du hast ja sogar auch eine Fernkampfwaffe. Na sowas. Das Cheaten! Aber vielleicht ist die Armbrust, die sie hat, geil. Deepcrawler-Armbrust. Feuerkralle. 5000 Gold! 340 zusätzlicher Schaden. Sag mal, geht's eigentlich noch? 60 Fernkampfkraft. Und mit dem Ding mache ich 1000 Schaden. Nicht schlecht. Okay, sieht ziemlich zerdeppert da hinten aus. Meine Sklaven werde ich. Weiter! Jetzt macht sie gleich wieder ihren Schrei, der so dermaßen laut ist, dass mir das Trommelfell platzt irgendwann. Wieso haben sie diese Sturmkrähen noch eingefügt? So, okay, wir brauchen noch eine dritte unabhängige Partei, die auf den Putz haut, weil das ist ja irgendwie dumm, wenn es nur um Dämonen geht, oder? Was ist so das, was wir einfügen können? Dann ganz hinten aus der Ecke. Panther! Und was passt zu Panther? Harpien. Und zu Harpien? Braun. Dass man für die Harpien einfach das Moveset der Anbael genommen hat, lassen wir jetzt mal außen vor. Hast du den verdammten Schlüssel? Ich hab den Schlüssel. Boah, da bin ich dir wohl wieder einen Gefallen schuldig, richtig? Wenn du jetzt noch einen Humpen Met dabei hast, muss ich dich verdammt nochmal heiraten. Ich hab einen Humpen Met dabei, denke ich. Ey Mann, ich kann jetzt nicht. Ich wollte jetzt gerade warten, ob er vielleicht was zu sagen hat, wenn er die befreit hat, aber ich glaube, der... Stimmt, wozu brauche ich hier eigentlich einen Schlüssel? Ich meine, ich hätte das mit dem Schwert aufhacken können. Hey Mann! Okay, anscheinend macht er das jetzt und hört nie wieder auf damit, deswegen gehe ich mal weiter. Hier noch irgendwas? Vielleicht mal wieder eine Truhe. Habe ich jetzt länger keine gefunden. Ja, was uns da vorne erwartet, schauen wir mal. In der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Oder sagt in die... Oder machen wir es bei Arcania andersrum. Wenn es euch nicht gefällt, lasst ein Like da. Bis zur nächsten Folge.